Was geht's, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren lustigen Part von Let's Play Paper Mario Sticker Star hier bei Crush 40 Freak 89. Nun können wir endlich die ersten Welt betreten. Warme Kuschelfelder und ab hier wird er schließlich alles blind werden. Wie schon gesagt. Also starten wir nun los. Mal sehen, was uns hier Schönes erwartet. Sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ich wollte gerade sagen, können wir die Schmetterlinge bashen? Er hat sich jetzt kurz nicht mehr bewegt. Dabei hat er sich nur darauf gemütlich gemacht. Und Tolly Boy. Ich liebe immer am Kuschelfelder, wo die Sonne immer scheint. Ja, ist klar. Hier sieht es auch wirklich ganz schön lustig aus. Hier gibt es wieder ein paar Sticker. Und auch hier einen... Wow, ein Glitzerhammer-Sticker. Geil. So. Und hier ist ein Gamba. Ich glaube, der... Mit dem Hammer können wir erstmal schon Schaden zufügen und den mal schwächen. Und da kommt noch einer dazu. Aber wovon es jetzt abhängt, dass wir die Münzen bekommen, das weiß ich nicht. Weil ich muss ja mitteilen, natürlich hat Nintendo mal wieder total auf... total auf die Spielanleitung verzichtet. Wenn ihr das Spiel selber habt, dann werdet ihr das noch früh genug merken, was ich meine. Ernsthaft, das sah überhaupt nicht schön aus, was ich da wieder bekam. Nintendo will anscheinend keine normalen Spielanleitungen mehr geben. Okay, erstmal ist abgenutzter Hammer. Bereit? Ja. Okay, und im richtigen Moment. Gut. Und da können wir sogar eine Schockwelle machen, die noch sogar noch mehrere Gegner basht. Schau mal an. Also so geht das Ganze zu. Immer im richtigen Moment. Und, Eps. Wolski. Dann bekommen wir noch extra Münzen, oder wie? Gut, den haben wir schon mal gebasht. Und ein paar Münzen gibt's auch noch. Und ein... war das jetzt ein Pilz oder so? Ich habe das nicht genau gesehen, was jetzt gerade passiert ist. So, hier gibt's nichts. Also, im Grunde genommen hat sich da nicht so viel verändert in dem Mario-Prinzip hier. Aber es macht schon mal Spaß hier. Also ich glaube, es spielt sich wirklich so wie die ersten Paper Mario Games, weil ich habe sie zwar nicht gezockt, wie schon gesagt, aber ich habe mal ein paar Videos davon gesehen. Hier gammeln in letzter Zeit wie ziemlich viele Gambas rum. Wenn du welche triffst, lass die Bekanntschaft mit deinen Schuhabsätzen machen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht auch noch aus wie ein Sticker. Noch ein Sprungsticker und was gibt's hier? Egal bei welcher Attacke, das Timing ist immer wichtig. Drücke A, genau im richtigen Moment. Genauso wie Mario und Luigi, weil da können wir auch immer mehr Schaden zufügen. Auf Schienen stehen kluge Sachen. Das ist ein altes Tod-Sprichwort. Ist gut. Okay, die Büsche können wir auch umwerfen. Was gibt es hier? Oh, hey, chill mal du, kleiner Frechdachs. Wow, gerade noch erwischt. Bam. Kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Gamba hinzu. Nein, das ist der einzige. Okay, hier können wir auch mit einem normalen Sprung besiegen. Wir sollten erstmal nach einem abgenutzten Sprung nehmen. So, eps, epsa, eps. Wow, wie oft können wir den angreifen? Perfekt. Perfektes Ergebnis. Gibt's noch eine Münze dazu. Und abziehen. Wow. Ha, eine Höhle voller Münzen. Die werden wir ja natürlich alle brauchen können, wenn wir noch mehr Sticker und so ein Gedöns kaufen können. So, hä? Achso, da gab's auch noch eine Münze und hier ist noch ein Gamba. Den bashen wir natürlich auch wieder mit einem Hammer. So können wir schon mal einen Vorteil im Kampf ziehen. Ich glaube, da brauche ich einen Hammer, um mehrere Gegner bashen zu können. Okay. Und jetzt... Ja, sehr gut. Bam, bam. Sehr schön. Upsala. So. Jetzt noch einen leichten Sprung. Oder haben wir noch einen abgenutzten? Nein, nehmen wir einen normalen. Müssen wir immer einen richtigen Moment drücken. Ach, wir können noch mehr Angriffe machen. Aber wie oft, das weiß ich jetzt nicht. Aber geil ist das. Also das Spiel gefällt mir immer besser. Meine Freunde und ich, wir haben uns hier ganz altmodisch zum Stickersammeln verabredet. Aber einer von ihnen ist schon mal vorgelaufen. Ich wette, er will alle Glitzersticker für sich allein haben, dieser Fiesling. Ein paar Glitzersticker haben wir auch schon bekommen. Okay, da gibt's nichts. Ich hoffe, ich verschiebe jetzt nicht zu sehr den 3DS, weil, ich hoffe, da ist alles in Ordnung mit der Aufnahme und ich hoffe, das Bild bleibt scharf genug. So, weil der Fokus ist ja schon eingestellt. Gut, ich denke mal, das müsste gehen. So.
Dann checken wir mal den Gegend weiter aus. Ich hoffe, das Bild sieht gut aus, weil der offene Bildschirm ist viel zu klein, um genau zu erkennen, was hier abgeht. Das müsste hoffentlich alles glatt gehen. Ich muss aufpassen, dass ich den Draht jetzt nicht mehr allzu sehr bewege. Es gibt sogar Herzen, wo man seine Energie auffüllen kann. Das war wohl das, was der eine Gamba hinterlassen hat, um mich zu heilen. So, hier gibt's nichts. Muss man sich immer überall umgucken. Wer weiß, ob man da nicht etwas findet. Ich muss aufpassen, dass ich den 3DS nicht bewege. Hä? Hilfe? Wer ist das jetzt? Hilfe! Ein Toribo. Au! Hä? Was hat er denn da jetzt hinterlassen? Eine Schere? Au, autsch! Hey Mario! Mario, komm schon, steh auf! Das ist der Ort, um K.O. zu gehen! Du, dieses verrückte kleine Monster, was ist denn mir her? Ich habe keine Zeit zu patschen. Viel Spaß damit! Ja, Clown, lass mich hier allein zurück. Rapsa! Der hat es ja ziemlich eilig. Ich frage mich, was davon los war. Ja, das frage ich mich auch. Und was macht diese schöne Schere hier? Schere-Sticker. Wow. Was ist das denn? Sieht wie ein unglaublich seltener Sticker aus. Ich weiß eigentlich alles, was über Sticker zu wissen gibt, aber diesen hier sehe ich heute zum ersten Mal. Armer Sticker, hier so allein gelassen zu werden. Gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Das wäre das einzige Richtige, glaub mir. Jürgen, bleib sofort stehen. Wer ist das jetzt? Ach, das ist Bowser Junior. Da muss ich seine Stimme wieder ändern. Du bist doch Mario, das ist ja nicht ein Zufall. Was machst du denn hier? Warte mal, dieser Geruch, dieser unverwechselbare Duft. Hast du etwa einen seltenen Sticker? Weiß nicht, falls du es nicht weißt. Alle seltenen Sticker gehören mir ganz allein. Gib also sofort her, was du da hast. Ja, vergiss es ruhig. Machen wir jetzt also schon einen Bosskampf. Aha, wenn du das so willst, muss ich seinen Sticker wohl einfach selbst nehmen. Zur Not auch mit Gewalt. Schönen Dank nochmal. Oh, na warte. Können wir den Schere-Sticker nutzen? Ich glaube nicht, dass wir... Vielleicht brauchen wir den noch. Nehme ich am besten den Sprungglitzersprung. Okay, und los. Und raps. Wow. Oh, wie oft können wir denn nur auf ihn springen? Boah, geil. Da haben wir ganz schön viel Schaden gemacht. Hey, du gibst ja gar nicht schlecht. Zum Glück mir mein Papa für solche Situationen einen Trick beigebracht. Den Trick mit der Erholung. Ja, nee, ist klar. Hey, du. Du cheatest. Okay, jetzt konnte ich zumindest mal blocken. Aber wie soll man den dann besiegen können, bitteschön? Vielleicht den Schere-Sticker einsetzen? Wow. Okay, was geht jetzt? Oh! Schnipp, schnipp, schnapp. Muss man auch A drücken? Wow. Jetzt haben wir ihn gleich ganz alle gemacht, oder wie? Yeah, nice. Sticker ist viel zu stark, du schummelst! Du hast doch selber geschummelt mit deiner Erholung, du frecher kleiner Windelpupser. Also gut, ich hab's verstanden. Wenn wir so spielen willst, dann habe ich noch einen letzten Ass im Ärmel. Und was soll dein letzter Ass bitteschön sein? Einfach sich verpieseln? Hä? Was macht der denn? Magie wirken. Hey, der nimmt uns einfach die Brücke weg. Ich bin noch nicht am Ende. Er hat uns einfach die Brücke weggenommen und sie zerknüllt. Da kommst du nie hoch, das Teil zu holen. Und jetzt heul schön den Rest des Tages. Auf Wiedersehen und tschüss, du blöder Schummler. Tja, benutze auch noch meinen Wiedersehensspruch. Du kleiner Wendelpupser, sollte ich am liebsten den Arsch versohlen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Och, bin ich ein Lappen. Okay, aber ihr konntet es wenigstens lesen, während ich gerade dummes Zeug geschwafelt habe. Das allerdings über solche Kräfte verfügt, das sage ich nur, wow. Jedenfalls haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen irgendwie diese Brücke unternehmen. Irgendwas wegen zur Brücke unternehmen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Versuchen wir einfach einen Weg aus dieser Klemme zu finden.
Ja, ist gut. Also hier kommen wir leider nicht weiter. Aber wie kommen wir jetzt an diese Brücke ran? Das nützt alles nichts. Tja, jetzt stecke ich in eine Petrouille. Jetzt sollten wir erstmal zurück. Vielleicht gibt es ja etwas, was uns weiterhelfen kann. Oh, das ist schon Wahnsinn, was da jetzt gerade abgegangen ist. Was machen denn die Toads? Also, Junior, sie gesehen waren gar nicht gut. Das hier ist nicht der Ort zum Sticker sammeln. Jetzt habe ich den falschen Ton. Unglaublich, wie viel Körper sich hier rumtreiben. Da muss man ja aufpassen, dass man zwar sehen auf einen drauf tritt. Ja, das wäre aber das Beste. Dann könnte man ihn gleich besiegen. Die warme Kuschelfeld, der Ort mit dem meisten Sonnenschein überhaupt, darüber könnte ich Bücher schreiben, wenn ich nicht in Panik wäre. Oh Gott, diese Stimme. Ich sollte das bald lassen. Ernsthaft. Vorsicht, vor Bowser Junior, das sofort auf ein Schild schreiben. Und was ist mit dir, Toddy? Ach, das ist der, der gerade diesen seltsamen Falter am Kopf hat. Oh Mario, wenn du hier nicht bist, heißt das, dass du das Bowser Junior besiegt hast. Wenn du hier bist. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Kerl ausgerechnet dann auftaucht, wenn ich einen unheimlich seltenen Sticker finde. Wie? Die Brücke ist komplett weg. Das ist gar nicht gut. Wir müssen die Brücke unbedingt reparieren. Ich meine, wir sind zwar nur ein Haufen flacher Toads, aber irgendwas müssen wir doch tun, oder? Los, Leute, auf zur Brücke! Na dann. Der Todstapel hat sich dir angeschlossen. Alles klar. Aber ob die einen auch im Kampf unterstützen können, so wie ähnlich wie im ersten Teil. Also in einem der in den letzten Teilen. In Super Paper Mario war das nicht so, aber in... Ich dachte schon, der bleibt jetzt da hängen. In den ersten beiden Paper Mario Teilen, da konnte ein Charakter noch zusätzlich gesteuert werden, der was einen begleitet und mitkämpfen gegen die ganzen Gegner und auch ganz schön gut. So, da sind wir. Und? Da sollten wir jetzt mal dahin gehen. Ah, verstanden. Da oben ist das Teil, das wir brauchen, ja? Hört zu, Jungs. Es wird ernst. Denk dran. Tief durchatmen. Und dann eins werden mit dem Team. Alle zusammen. Dienen. Ja? Jetzt bauen sie eine Brücke für mich. Tausend Dank. Geschafft. Bitteschön, Mario. Dankeschön. Kommen die überhaupt wieder zusammen? Nein. Die halten fest. Wow. So. Her mit den Brücke. Die Holzbrücke erhalten. Auch die wird als Sticker im Album eingeordnet. Hä? Aber jetzt... Wie sollen wir da wieder runterkommen? Hat doch immer geklappt, toll, dass wir dir konnten. Als Stapel sind wir eben nicht aufzuhalten. Also, man sieht sich. Ja, ist klar. Muss ich also hier runterjumpen? Ja, da passiert mir doch eh nichts. Weißt du, dieser vollkommen unbekannte Sticker war garantiert total selten, da bin ich mir absolut sicher. Ich frage mich, ob je wieder so ein Sticker vom Himmel fallen wird, wenn, ja, ließe er sich gut verkaufen. Ja, ich hoffe es auch. Okay, müssen wir die Brücke da hinrichten. Also gut, Zeit die Brücke wieder im Normalzustand zurückzubringen. Ab sofort leihe ich dir meine Kraft. Wann immer du sie brauchst, verstanden? Also dann, bist du bereit? Mhm. So, dann sollten wir es tun. Es ist Zeit zu... Papierisieren! Na schön. Okay. Na, was sagst du jetzt? Du bist jetzt erstmal platt, was? Aber es ist wahr. Die Zeit steht still. Die Welt ist flach wie ein Blatt Papier. Papierisiert halt. Und jetzt schnapp dir den Brückenschnipsel, den du eben auf dem Touchscreen aufgehoben hast. Okay, so? So machst du das. Und jetzt kleb den Schnipsel dahin, wo die Brücke hingehört. Platziere den Schatten des Schnipsels einfach mit dem Lookstick über die Stelle, wo du ihn einkleben willst, und dann kleb ihn mit A ein. Jetzt frohes Kleben. Ist gut. So, ich glaube, da passt der Schatten doch. Na bitte. Genau so, gut gemacht. Und jetzt zum Schluss müssen wir nur noch mit einem Lookstick die Ränder glatt streichen. Fertig. Oh, ist das geil. Genauso wie bei einem echten Blatt Papier, also dieses Game hat schon echt in sich. Geschafft! Das war echt nicht schlecht. Du hast Potenzial. Vielleicht bist du doch aus dem richtigen Papier geschnitten. Wortspiel. Und das Beste, ab sofort kannst du jederzeit selbst mit Y-Papier rasieren.
und sie das Papierisieren auf Lipsel wieder dort einzufügen, wo sie herausgerissen wurden, und Sticker aufzukleben, wo es dir sinnvoll erscheint. Also nicht vergessen, Y-Feuer dir die Kraft zu papierisieren. Ja, gibt's also wieder Rätsel for the win. So. Also wenn da schon eine Heilung ist, dann könnte es sein, dass uns dort jetzt ein Boss erwartet oder so. Können wir mal auschecken, was hier so abgeht. So, nein, anscheinend noch nicht. Da gibt es jetzt einen Gamba. Versuchen wir mal, auf ihn drauf zu springen. Ja, so geht's auch. Bams. Und sogar eine Münze gibt's dafür. Und jetzt gibt's wieder mehrere von diesen Gambas. Versuchen wir jetzt mal, da ist der Hammer. Huchhammer. Im richtigen Moment drücken. Okay. Und? Ja? 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 Ah, daneben. Was soll's? Ups. Okay. Traumhoch rechtzeitig geblockt. Ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Ich muss mich da noch zurechtfinden mit dieser neuen Steuerung. Okay, ich achte noch schnell auf die Aufnahme. Wundert euch nicht, dass ich kurz unterbreche. So, jetzt mal wieder ein Sprung vor der Win. Und bam, bam, bam. Wir können so lange auf ihn springen, wie wir wollen. Das ist echt nice. So können wir sogar einen Boss ganz besiegen. Naja, was ich allerdings... Eisensprung, wow. Was ich allerdings stark bezweifeln würde, weil... Ja, jetzt habe ich wieder den... Weil der ist ein bisschen zu sehr verschoben. Ich hoffe, das Bild bleibt scharf. Nicht, dass da ein Schärfeverlust kommt. Aber der Fokus ist schon manuell eingestellt. Oh, noch mehr. Hey, wow. Gleich 3 Sticker. Gleich Mehammer. 3 Mehammer auf einmal. Können wir überhaupt zu viel Sticker haben? Ich weiß nicht. Okay, was gibt's hier Schönes da drin? Das checken wir jetzt gleich aus, nachdem wir diesen 1 abgenutzten Hammersticker am Start haben. Diese Plattform können wir auch bewegen. Hey, geil. So können wir auch wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Okay, den Busch erstmal hier beherrschen. Hä? Ein Gamba! Ein Gamba! Okay. Das war jetzt echt knapp. Dann wären wir von ihnen erwischt worden. Probieren wir mal diesen Eisensprung hier. Ah, Moment, wir können ja... wie können wir... Details da. Eisensprung. Ermöglicht dir einen Sprung auf einen Gegner, selbst wenn er dieser stachelig ist. Ach so, nein, dann heben wir ihn lieber auf. So... Probieren wir mal den Mähhammer. Und los. Er ist eingeschlafen. Ne? Halt er sich etwa oder was? Achso, wenn die schlafen, dann heilen sie sich wohl oder was? Das ist wohl die Erholungsfähigkeit. Wow. Geil. Also da können wir auch jede Menge Münzen dazu kriegen, wenn wir in den richtigen Moment springen. Also das Game gefällt mir immer besser und besser. Ernsthaft? Ach so. Ich glaube, diese... Ach nein, da geht's auch weiter. Lass mal abziehen. Das sieht auch verdächtig aus nach einer Tür oder so. Ja. Hämmern? Ja, ich nutze gerade den Hammer. Und da passiert nichts. Das Schild zeigt... Ach nein, das ist auch nur wieder ein Sticker. Ein Hammer-Sticker. Na schön. Checken wir mal, was hier drin ist. Ein Schere-Sticker. Geil. Hä? Eine Schere! Nice! Oh, was ist das denn? Ach, das ist kein Scherensticker, das ist eine normale Schere. Ich muss dir ja gestehen, ich bin mit diesem Ding nicht so lange vertraut. Es kommt so selten vor, dass man hier etwas sieht, das nicht flach ist. Lass uns auf der sicheren Seite bleiben und das Ding an das Andenken mitnehmen. Ich kann es auf jeden Fall mal ins Album legen. Tja, damit hätten wir also eine Schere. Schnipsel. Ach ja, jetzt haben wir schon die Option für Schnipsel, Sticker und den Status und Dingse, wie diese Schere zum Beispiel. Wofür die allerdings gebraucht wird? Ich sehe gerade, gut, dass ich jetzt gerade noch auf die Aufnahme geguckt habe. Wir haben bald die 20 Minuten erreicht, also kurze Aufnahme, Neustart. So. Jedenfalls haben wir jetzt mal ein neues Item, diese Schere, bekommen. Was es damit auf sich hat, das sehen wir noch demnächst. So, erstmal sollten wir... Okay, jetzt aber. Erstmal sollten wir mal schnell sortieren. Nicht, dass ich jetzt was in den Powerschalter drücke, weil der ist direkt neben meinem Startknopf. So, Sticker sind sortiert und dann können wir weiter. Gut. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach so, ich weiß schon. So, sollen wir erstmal diesen Gamma hier bashen, Herr Wolski. Und der nächste Kampf. Nur gegen einen einzigen, da reicht auch ein ganz gewöhnlicher Sprung. Wir können mal versuchen, mehrere Münzen zu verdienen mit den Springen. Raps, 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 raps. Geil!
Damit bekommen wir extra Münzen. Also das ist schon echt geil gemacht hier. Also mir macht das Game noch mehr Spaß als Super Paper Mario. Ernsthaft. Wenn ihr auch der Meinung, ihr könnt mir auch eure Meinung über das Game in den Kommis schreiben. Würde mich sehr darüber freuen. So, und jetzt Bams. Okay. Ah, da sind wahrscheinlich drei. Uiuiui. Da brauche ich am besten wieder. Ja, nutze ich gleich den Glitzerhammer. Und jetzt den richtigen Moment. Ja, gut. Ja, gleich zwei auf einen Streich. Das nenne ich nice. Wir haben wieder geblockt. Jetzt benutze ich mal den abgenutzten Hammer, bitteschön. Danke. Hoffentlich kann man das auch alles genau sehen. Ja, sieht gut aus auf der Aufnahme. Bams. So. Ach, das hat noch nicht ausgereicht, verdammt. Hätte ich lieber einen abgenutzten Sprung einsetzen sollen, oder? Nein, wir haben keinen abgenutzten Sprung. Benutzen wir den nächsten abgenutzten Hammer. Heben wir die besten Items lieber für den Boss auf. Weil ich weiß, dass wir auch gegen einen Boss kämpfen können. Ich habe ja einige Trailer gesehen von einem großen Gegnern. Zum Beispiel von einem, wow, was ist das für ein Auerhammer? Sieht geil aus. Ich habe auch schon mal zum Beispiel von einem ganz großen Gamba gehört in einem Trailer, beziehungsweise ein Bild gesehen. In den Trailern mal einen ganz großen Gamba gesehen, der sogar glitzert. Aber was ist mit, ob wir den da treffen können, das weiß ich nicht. Wie schon gesagt, blind. Also da es eh nur ein einziger Gamba ist, können wir wieder mal den abgenutzten Hammer nutzen. Und Kabumski, weg mit dir, du Spacko. Perfekt. Und sogar noch ein paar Münzen wieder. Sind wir schon wieder 53. Aber höchstwahrscheinlich brauchen wir für ganz besondere Items schon das ganz große Geld. Wenn wollt ihr einen Kämpfer hier nicht ausreichen. Was steht hier? Befindest du dich in einem Kampf und der Gegner greift dich an, vergiss nicht A zu drücken. Ist auch klar, damit wir den Schaden dezimieren können. Achso, der Block, der spuckt immer noch Sticker aus. Oh, Alter, das habe ich jetzt total übersehen. Ich dachte, da hätte ich schon alle Items. Ah, der Gamba hat mich wieder entdeckt. Oh. Alter, das ist echt geil. Und da ist noch so ein Hochhammer. Kann man mehr Schläge machen. Haben wir jetzt irgendwie an ihn vorbeigeschlichen, weil er jetzt plötzlich... Naja, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Er hat uns gerade eben entdeckt und dann kam das Fragezeichen und... Ja, sind wir wohl an ihn so schnell vorbeigejumpt, dass er uns nicht mehr folgen konnte. So, den Hochhammer heben wir doch lieber für den Boss auf. Versuchen wir es wieder mit dem normalen Hammer. Und kabumm, bam, bam, jawolski. Und jetzt noch blocken. So, und jetzt noch einen. Ja, einen Sprung. For the win. Und bam, 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 bam. Geil. Also bis zu 6 Sprünge, wenn ich richtig gezählt habe, können wir machen. Können wir wirklich massiv Schaden machen bei einem Gegner. Also das gefällt mir echt immer besser und besser, das Game. Ernsthaft? Ich bin wirklich beeindruckt. Gibt's sonst nichts hoffentlich, oder? Nee. Okay, machen wir uns weiter. Machen wir weiter. Da ist noch ein Sticker. Abgenutzter Sprung. Alter! Ich frage mich allerdings, was passieren würde, wenn wir jetzt alle Sticker aufgebraucht haben, weil nach jedem Angriff brauchen wir einen Sticker. Können wir also ohne Sticker nicht mehr angreifen? Oder wie? Das wüsste ich zu gerne. Aber das möchte ich auch nicht ausprobieren. Hey, schau dir das an! Das ist ein Teil der Sticker-Kometen! Dem ich hierher gekommen bin. Du weißt das sicher noch. Und der zu Bruch gekommen ist. Da sie alle vom gleichen Stern sind, ziehen Sticker-Komet und Royal-Stickers die Kraft des Sticker-Sterns gegenseitig an. Wenn wir also die Kometenteile sammeln, sollten sie... Das kannst natürlich auch zu den Royal-Stickern führen. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn wir in Kampf 4 Gegner besiegen, bringt uns das massig Münzen ein. Und Münzen haben uns nie verkehrt. Also lass Kometenteile sammeln und uns von ihnen zu den Royal-Stickern führen. Ah, dafür waren also diese ganzen Kometen, die wir beim Album gesehen haben. Stehen bleiben! Wer ist das jetzt schon wieder? Ist das etwa... fein, ich glaube, er hat uns nicht bemerkt. Was? Ah, Gambas. Jetzt habe ich euch. Schau mal da, du schon wieder. Du siehst schwach und ärmlich aus wie ein Taschentuch. Los, schnapp den euch, langsam, der Kongoten ist. Alter, das geht so auf die Stimme.
Letztes Mal waren wir nicht drauf vorbereitet, also konntest du uns Leitbett machen. Aber diesmal wird es nicht so sein. Heute bekommst du zu spüren, wo zur papierende Lage ist, du Versager. Was machen die jetzt? Hä? Wie sehen die denn jetzt aus? Ob da jetzt normale Attacken ausreichen? Ich weiß nicht, wie ich da jetzt darauf reagieren soll. Am besten sollte ich lieber einen Hammer einsetzen. Was macht eigentlich dieser Auerhammer? Triff einen einzelnen Gegner von der Seite. Von der Seite? Von der Seite? Vielleicht hilft der Auerhammer nur gegen die. Probieren wir erstmal einen normalen Hammer an. Wir können immer noch blocken, deren ganzen Attacken. Kegelgambas heißen die. So, so. Okay. Hammer. Hammer. Und kabum. Kabum. Ja, wir können sie auch so schaden. Wow. Au. Alter, die machen mehr Schaden. Das ist jetzt das Problem. Na schön, noch ein Hammer for the win. Hammer. Und kabumski. So. Jetzt blocken. Und noch den letzten Spaten, den wir mit einem normalen abgemutzten Sprung fertig machen. Und bam. Au. Ah, verstehe. Man kann... Oh, bin ich blöd. Man kann sie nur mit Hämmern bashen. Oh Gott, was bin ich für ein Lappen, ey. Jetzt habe ich ganz schön massig Schaden kassiert. Ich so blöd bin, auf ihn zu springen. Dabei sind diese Kegelgambas ja spitz. Aber das geht ja mit dem Eisending. Mit dem Eisensprung. Aber den probieren wir lieber jetzt nicht aus. Hammer. So, und... Kaboom. Du Lappen, verpiss dich auch. Immerhin haben wir es geschafft. Wenn auch jetzt ohne Münzen. Er ist zurück und wir sind wirklich klein und wir sind noch so platt wie nie zuvor. Ja. Aber jetzt sind wir erschöpft. Wir sehen es ja an der Anzeige. Wir haben kaum noch KP. Ich hoffe, wir werden jetzt dann nicht noch kämpfen. Ich hoffe, wir bekommen noch ein Herz irgendwo. Nein, hier nicht. Aber immerhin können wir diesen Sticker hier bekommen. Ziel! Hä? War was? Moment mal, haben wir den Level gerade beendet? Wow! Alter! Münzen! Kohle! Cash! Ah, das sollten wir sammeln, bevor... bevor das jetzt zu Ende ist. Ach so! Das sind auch alles Levels für Levels und ich dachte, das sind alles Maps und so. Wow, cool! Floragarten. Jetzt check ich das. Oh, Alter. Na schön, dann checken wir mal, was jetzt in dem Floragarten so abgeht. Also das sind auch so Levels wie bei den Super Mario Games, bei den anderen. So wie Paper Mario waren das also auch so eine Art Level. In Super Paper Mario, wollte ich sagen. Boah, darauf muss man erstmal kommen. Okay, weiter geht's mit Welt 1, 2, Floragarten. Let's go, Mario! Ah, diesmal gibt es sogar schon Koopas. Okay, ich glaube, da muss ich mich erstmal ein bisschen heilen. Oder, ich kann es auch mal versuchen und wenn... Wir haben eh gespeichert da. Wenn wir also abschmieren, was soll's. Okay, ich... Ah, verdammt, zu spät. Ah, die Musik, oh Gott, die Musik. Wie das klingt. Probieren wir einmal den Auerhammer. Okay, und jetzt... Wow. Alter! Wie geil ist das denn? Und bam, 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 bam. Ein paar Münzen gibt's noch dazu. Aber hoffentlich auch ein paar Heilung. Ein bisschen Heilung. Ja, Münzen, ist das alles? Ich will Heilung. Verdammt, das ist schlecht. Soll ich wirklich schon einen Pilz vergeuden? Ja, da gibt es noch ein abgenutztes Sticker. Und einen weiteren Koopa, den wir hoffentlich diesmal erwischen. Ja, yeah, nice, erwischt. Fliehen möchte ich jetzt nicht, mein Lieber. Ist das nur ein einziger Koopa? Okay, dann jetzt erstmal mit dem Sprung beherrschen und bam, 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 bam. Ja, yeah, nice. Und perfekt. Ein paar Münzen gibt's extra dafür. Okay, vielleicht gibt's hier ein... Nein. Hä? Moment mal, was ist das denn für ein Ding? Für ein Sticker? Den können wir einfach so nicht erreichen. Ah, war der versteckte Block hier.
Der führt uns dazu. Ein Hüpf-Pushen-Sticker. Schau ihn an. Können wir wahrscheinlich nutzen für fliegende Gegner? Nee, ich glaube nicht, dass es nur bei denen hilft. Ach, da oben ist ja noch ein Block. Das sehe ich erst jetzt. Oh Gott. Okay, ich hoffe, die Aufnahme ist nicht unterbrochen. Es scheint immer noch normal zu sein hier. Da! Mann, den hätte ich erreichen können, aber ich, Noob, habe jetzt tatsächlich den Block dafür zerstört. Ach nee, das gibt's ja nicht. Da. Den hätte ich ganz leicht erreichen können. Und im Sprung kann ich auch nicht den Hammer einsetzen. Das ist das Problem an der Sache. Ach, ich Lappen. Aber woher soll ich das wissen? Blind, wie schon gesagt. Bam. Oh Gott. Meine KP ist immer noch ziemlich niedrig. Also soll ich lieber nochmal den Auerhammer einsetzen? Den normalen Hammer. So, der ist erstmal weg vom Fenster. Blocken und ich habe nur noch 4 KP. Oh Gott, soll ich jetzt wirklich noch... Ich wünschte, ich könnte von den Gambas endlich mal Items kriegen. Aber man bekommt Münzen, wenn man noch drauf springt, obwohl sie keine KP mehr haben. Ich verstehe. Man bekommt endlich mal Herzchen. Okay, okay. Ich glaube, ich sollte das beim Album jetzt einen Pilz einsetzen. Was behalten, wegwerfen. Was können wir nicht außerhalb der Karte einsetzen? WTF? Also außerhalb eines Kampfes. WTF? Was gibt's hier? Na, lesen. Zum Blumengarten hier entlang. Da geht's also zum Blumengarten, hä? Wow! Der Gamba! Der hat mich jetzt überrascht. Okay, am besten setze ich einen Pilz ein. Okay, schon viel besser. Die Musik hat jetzt genervt. Okay, bloggen. Kann man überhaupt den Angriff auch ganz abwehren? Ich glaube nicht, dass das geht. Diese Hüftpushen, die machen mich wirklich stutzig. Aber die probieren wir einen anderen Mal. Und... Kabum! So. Zerknittert, Bewegung unmöglich. Ah! Schau ihn an! Das ist auch geil. So, dass so etwas auch gibt, so eine Option. Ich glaube, wir sollten noch einen Hammer verwenden, oder? Nein, solange der zerknittert ist, können wir nichts machen. Also nutzen wir noch einen abgenutzten Sprung. Bam, 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 bam. Jawolski. So, jetzt ist er wieder da. Und jetzt können wir noch eine Attacke einsetzen. Aber wir haben kaum noch Sticker, fällt mir gerade auf. Sehr schön, jetzt kann ich noch einen Hammer einsetzen, oder wie? Und... Bam. So. Das gefällt mir natürlich gar nicht, wenn wir jetzt an Stickerknappheit leiden, oder wie? Ja, jetzt erst bekomme ich ein Herz. Dankeschön. Wir sollen wahrscheinlich nicht jeden Gegner plätten, der uns über den Weg läuft, oder? Ich weiß nicht. Okay, Aufnahmen sehen auch gut aus. Ah, da gibt es zum Glück noch ein paar Sticker. Und jede Menge Cooper-Spaten. Jetzt sollten wir erstmal den Kämpfern aus dem Weg gehen und auschecken. Hilfe! Hilfe! Cooper! Also, ein Gamba. Sag ich schon Cooper zu den Gambas. Die Gambas verstecken sich ja auch schon in Büschen. Ganz schön dreist von den Viechern. Oh, ein Herz. Cooper. Abziehen. Zum Glück greift er uns nicht an, während wir den Sticker sammeln. So. Können wir überhaupt in den Block ran, ohne dass er uns stört? Hey, achso, da ist er. Im Hintergrunde. Ja, sag mir das einer mal. Alter, da geht's ganz schön ab hier. So. Was gibt's hier? Hoffentlich keinen Gamba oder Cooper mehr. Oh, was ist das? Ups. Wow. Aha. Da geht's nach oben. So, ein Sprungsticker. Sollten jetzt erstmal so viele Sticker hier wie nur möglich sammeln, denn es wird ja wohl benötigt, wenn wir diese ganzen Spaten hier noch alle machen können, weil ich glaube, den Kämpfen sollten wir auch nicht unbedingt aus dem Weg gehen. Aber wohin hat dieser andere Weg geführt? Vielleicht war das nur eine Abkürzung jetzt so nach oben. So. Ah, verdammt, verfehlt. Es gibt gleich zwei von denen. Und was ist mit dem? Ach Gott, Jan, das ist so ein Kegelgamba. Na, ganz toll. Aber zum Glück haben wir ja noch einen Hammer. Das ist jetzt der Huchhammer. Versuchen wir den mal. Okay, einen richtigen Moment. Okay. Immer einen richtigen Moment. Ah! Verdammt, zu spät. Diese Kegelgambas, die machen mehr Schaden. Dann nehmen wir am besten einen abgenutzten Hammer. Und... Kam! So.
Oh, jetzt dachte ich schon, ich wäre zu früh beim Bloggen. So, wie viel Hämmer haben wir noch? Nur noch einen Mähhammer, noch Mähhammer anscheinend. Ah, etwas zu früh, oh Gott. Oh Gott, das war jetzt viel zu früh. Und er heilt sich ja auch, wenn er getroffen wird. Ach, Mann. Okay, nein, Sprünge auf keinen Fall. Sonst mache ich nämlich nur unnötig Schaden. Okay, Aufnahme geht noch. Okay, dann erstmals noch. Bam! So, nur noch 2 KP oder was? Ja, nee, das nützt mir nicht, wenn eingeschlafen ist. Okay, dann schätze ich mal, setze ich noch einen, Gott, wir haben ja kaum noch Sticker hier oder was? Boah! Mähhammer, nein. Einen, Auerhammer ist auch ein bisschen zu viel. Hochhammer vielleicht auch. Das Eisensprung? Ja, probieren wir den Eisensprung. Und bam, 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 bam! Jawolski. Wir sollten vielleicht ein paar Münzen nutzen, um mehr Sticker zu kaufen. Weil dafür kriegen wir ja diese ganzen Münzen hier. Ah, verdammt, ich wollte den Hammer einsetzen. Aber vielleicht können wir auf den Cooper springen und dann den Panzer nutzen, um den Gegner hinter ihn zu attackieren. Das wär's doch. Okay. Erbs. Ja, das müsste gehen. Au. Dann zu früh. Aber wie können wir den jetzt bewegen? Und mit einem normalen Sprung? Okay. Ja, so geht das. Na, das gleicht schon mal den Nachteil hier aus. Aber wenn wir jetzt keine Sticker mehr haben, was dann? Können wir dann nicht mehr angreifen oder was? Okay, ja, zumindest auf den könnten wir jetzt springen. Ah, das ist noch besser. Wenn mir das jetzt passiert, dann können wir durch einen Sprung oder was auch immer. Ja, ein Auerhammer ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Suchen wir nochmal einen Hochhammer. Okay. Ja. Exzellent. Ein Hammer nützt nichts. Warte, F. Alter. Zum Glück haben wir mal 2 von denen, aber was sind diese Sprünge? Hüpfen, pushen. Oh, man kann mehrmals angreifen. Geil. Also diese Hüpfpushen sollte ich auf jeden Fall für den Boss aufheben. Okay, nach der kurzen Aufnahme Neustart checken wir noch den Ort genauer aus. So, dann checken wir mal, was hier noch so abgeht von der Party. Gibt es immer noch einen Busch? Das können wir leider nicht so genau im Hintergrund sehen. Ich hoffe, dass ich hier noch mehr Sticker finde. Na, wartest du bis, dass ich hier runterkomme? Nee. So. Ah, ein Sticker. Okay, Auerhammer-Sticker. Und da gibt's noch was, solche Eisenstiefel. Eisensprung. Wo geht's denn eigentlich hier lang, hä? So, hier gibt's noch 2 Gegner, oder? Also 2 Koopas. Ich meine, kann man überhaupt den Level aufsteigen in diesem Game? Ich check das nicht, was hier so abgeht. Das sollten wir wahrscheinlich den ganzen Kämpfen aus dem Weg gehen, um nicht so viel Sticker zu verlieren, oder wie? Okay, gibt's. Da muss es doch auch weitergehen, oder? Nein, da fehlt leider eine Brücke, damit es hier weitergeht. Alter Verwalter. Und wo geht es denn hier lang, bitteschön? Was für ein Labyrinth, ey. Hä? Ein Ventilator? Wow! Hey! Wohin treibt er uns eigentlich? Kommen wir nicht weiter. Wow, und wenn wir von einem Gamba zu uns rüberbläst, dann und den berühren, dann beginnt ein Kampf. Das sollte auch. Das weiß ich jetzt, wusste ich jetzt auch nicht mehr. Okay, nehmen wir den Eisensprung. Okay, jetzt. Bam, 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 bam. So, der verpickelt sich jetzt auch mal sonst wohin. So, hier gibt's eine Münze. Wow, weg da. Bin ich doch mehr. Was für ein Sturm? Da kommt ja kein Tod durch. Ein schlechtes Omen. Ja, wirklich ein schlechtes Omen. Ich meine, gibt's ja denn gar nichts zu sehen? Also wenn wir diesen Gamba hier berühren, dann... Also ich glaube, jetzt check ich, was hier abgeht. Den Ventilator können wir hier abstellen. Dafür ist dieser Weg gedacht. Okay, das sind hoffentlich jetzt noch die letzten Gegner hier. Am besten beherrschen wir die auch mal, wenn wir schon mal dabei sind. Und dann, ich
Hoffentlich können wir den Level beenden, ohne dass uns die Sticker ausgehen. Jetzt haben wir nur noch die Hauerhammer hier. Denn normalen Hammer könnten wir ein paar Schockwellen erzeugen. Hauerhammer for the win. So. Und BAM! Verpiesel dich! So, das sieht schon geil aus. Jetzt wollte ich nur auf die Aufnahme kurz achten, da habe ich jetzt nicht geblockt. So, vielleicht sollte ich einen Mähhammer einsetzen, damit sie zumindest einpennen. Und mehrere Gegner schaden. Eigentlich schade, dass wenn sie einschlafen, dass sie dann sich erholen dabei, diese ganzen Spaten. Okay, ich habe nur noch kaum Sticker. Ich glaube also, dass ich den Koopa lieber nicht herausfordern sollte. Gott, da muss ich immer lachen. Das sieht so geil aus. Episch. Ernsthaft. Jetzt ist er wieder wach. Aber das wird ihm nicht viel helfen, denn jetzt wird Zeit für den Auerhammer. Und BAM! Und weg mit euch hier, du Spacko. Tja, das wäre es auch mal mit dem hier. Gibt wieder ein paar Münzen for the win. Okay, ich glaube, den Koopa lassen wir aus, der da drüben ist. Aber ernsthaft? Kann man uns also die Sticker ausgehen, oder wie? So, können wir den irgendwie abstellen? Ja, ansehen, da ist es. So. Ja, endlich. Jetzt haben wir also einen Ventilator erhalten. Oh, noch so eins von diesen Dingsen, die ich nicht kenne. Das hier sieht auch richtig selten aus. Nimm's mal mit. Aber gern doch. Ich weiß nicht, wofür wir diese Dinge jetzt eigentlich brauchen, aber naja, wir werden es ja sehen. Okay, jedenfalls kommen wir jetzt hoffentlich weiter. Diesen Ort hier. Was soll denn dieser Sturm war? Wenn wir ständig von Gambas. Entweder werden wir dann ständig von Gambas attackiert oder naja. Oder wir kommen nicht weiter. Das war das Problem an der Sache. Den Koopa lassen wir jetzt mal ausgepflegt, weil ich schätze mal. Das heißt ja auch, dass man nicht zu viel kämpfen soll bei diesem Game. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das jetzt geregelt ist hier. Okay, Aufnahme geht noch. Ich muss leider immer wieder auf die Aufnahme achten. Was ist mit dem Koopa? Blödsinn, Koopa. Was ist mit dem Todi? Der weint ja. Nein, meine Wunder wird blüten. Jeder einzelne von der Meisterwerk der Natur sind jetzt alle von Winde verweht. Mein Blatt, der Blütenbrach, mein frostige blauen Blumen, alle hat der Wind verweht gebeten. Ach, das sieht wirklich schlimm aus. Kann man den nicht mit dem Hammer wieder regenerieren? Sieht nicht so aus. Tut mir leid, ich kann dir auch nicht mehr helfen, kleiner Kerl. Gibt's da irgendwas? Das sieht schon so verdächtig aus. Hä? Okay. Man sollte sich hier immer umsehen. Und auch das hier sollte man sich nicht entgehen lassen. Endlich wieder mal ein paar Sticker. Feuerblume. Sogar glitzernd. Geil ist das denn? Die gute alte Feuerblume. Die darf natürlich in keinem Mario-Game fehlen. So, dann checken wir mal aus, was hier so abgeht für eine Party. Aha, Herzpunkte und ein... Wow, ein glitzernden Sprung. Gut, dass wir endlich mal wieder ein paar Sticker bekommen. Ein Gamba. Den ignorieren wir am besten hier. Nein. Wir sollten jetzt lieber den kämpfen, der aus dem... Oh, hey, die schupfen einfach den Tod rum. Na warte, jetzt heile ich mich erstmal und dann... Dann werde ich diesen Streit hier mal beenden. Hey, ich wollte weitergehen. Okay, jetzt aber. Krieg ich das hier mal beenden. Hey, lass ihn in Ruhe. Sag schon, Kumpel, was hast du da in der Art? Du das willst du uns doch sicher zeigen, oder? Hey, du willst uns doch nicht ärgern. Komm her mit den Dingen, aber flott. Lass ihn in Ruhe! Aber das war nicht Mario ist. Was guckst du denn so? Wir haben nur ein wenig gespielt, wie gute Freunde es eben machen. Oder bist du doch mit diesem Weg zum Spielen verabredet, wenn das so ist? Für 20 Münzen gehört er dir. Na, was sagst du dazu? Ihr geldgierigen Säcke bekommt keinen einzigen Cent von mir, sondern nur einen aufs Maul. Du willst den Clan halten? Und ich wette, du meinst... Ja, meinst du ernst, oder? Pass auf, Junge. Wir sind ein, zwei Nummern härter als normaler Standard-Gambas. Sag bloß, du willst es mit uns anlegen. Euch mache ich trotzdem platt, ihr Spaten. Na, Mutter hast du ja. Und jede Menge Blödheit. Aber egal, wer du alles willst.
Entschuldigung. Wow. Okay, was ist das jetzt für ein Gamba? Hä? Was sind das jetzt für welche? Okay, und wie sollen wir den jetzt attackieren? Versuchen wir ihn mit dem Glitzerfeuerblume. Okay, wie setzt man die ein? Augenblick noch. Schleudere starke Feuerball auf mehrere Gegner. Wirkt nicht bei allen Gegnern. Ist klar. Okay, und jetzt Feuerblume. Bam. Ah, Asche zu Asche. Wow, sogar jede Menge Münzen. Also wenn die sich also an einer Hälfte Arbeit zu kriegen, schön klar, wir geben auf. Vielen Dank, Mario. Tut mir leid, dass du den so viel Ärger hattest. Weißt du, eben habe ich dieses unglaublich seltene Ding gefunden. Eine, wie nennt man diese Katze nochmal, diese chinesische Katze? Die ist so faszinierend, oder? Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte, aber es sieht fantastisch aus. Ich finde, hat mich geändert, solltest du es bekommen, bitteschön. Wenn du dir nicht gefällt, kannst du dich jederzeit weitergeben. Es gibt genug Leute, die sich gerne um solchen seltenen Kram kümmern. Umgehen. Ich habe jetzt nicht genau gelesen, was er gesagt hat. Naja, ich mache mich mal besser auf den Staub. Mach's gut, Mario. Bis Wiedersehen und tschüss. Hey, geil. Eine Glückskatze. Ach, Glückskatze war das. Genau. Jetzt haben wir schon 3 von diesen Items. Oder gibt es noch mehr von denen? Ich check das jetzt nicht genau. Okay, ab jetzt ignorieren wir hauptsächlich die Kämpfe, weil wir müssen ja noch irgendwie zum Levelende geraten, falls nicht schon der Boss auf uns wartet hier in dieser Welt, in den warmen Kuschelfeldern oder wie auch immer. Die erste Welt heißt... Ah, ganze Blumen können wir wieder blühen lassen. Wie wirkt es das überhaupt? Wenn wir diese ganzen Blumen hier... Ich weiß nicht. Egal. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, und was gibt es hier Feines? Auf jeden Fall einige Sticker, das ist schön. Her damit. Ein Sprungsticker. Und was ist hier drin? Ein Eingang. Oder? Hä? Ach nein, da ist er noch. Wer hat das? Da geht's rein. Und jede Menge Münzen und Sticker. Was ist das? Ah, ein Auerhammer. Und ein Glitzerhüpf. Wow, geil. Und noch ein abgenutzten Hammer und ein Sprungsticker. Jetzt bekommen wir wieder so einige Sticker zurück. Das ist super, klasse, mega geil. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob man... Hä? Nicht so schnell, Freundchen? Wer ist das jetzt schon wieder? Der Gamba, was will er? Ja, genau, du. Du denkst, voll Gamba sind nur 2 klassische Charaktere, die du ohne Probleme schlagen kannst, ne? Überleg dir das, Lee. Ja, nochmal. Wir zeigen dir jetzt, was Gambas wirklich auf den Kasten haben. Wir rollen dich aber in unserer Gamba-Rolle. Bläh. Hey. Wo? Wo? Was soll das jetzt? Hilfe. Wo? Was machen die? Okay. Gibt es wieder... Wow. Ja, wenn das mein gelungener Auftritt ist. Das sind... Zwei nur kleine Fische, aber 5 davon auf einmal bedeuten Ärger. Aber Moment, hör ich denn in meinen Kopf? Mir ist gerade etwas eingefallen, Marion. Wäre es nicht viel einfacher, die Typen fertig zu machen, wenn du mir jetzt einen Sticker pro Runde verwenden könntest? Klar, sicher. Sehr gut, sehr gut. Ich wusste es. Dann habe ich eine gute Neuigkeit für dich. Schau mal gut hin. Ein Stickerrad. Tada, das Stickerrad. Halte die Räder einfach mit A an. Versuche gleiche Bilder zu erziehen. Die Anzahl der gleichen Bilder bestimmt die Anzahl der Sticker, die du verwenden kannst. Okay. Münze, Giftpilz und Münze. Also 2 Münzen, hä? Hey, du hast 2 beanstandene Bilder. Jetzt kannst du 2 Sticker gleichzeitig verwenden. Oder besser wäre es natürlich gewesen, wenn du 3 Sticker gehabt hättest. Ach, weißt du was? Diesmal bekommst du einen kleinen Extra-Service. Hey, 1000 Dank. 3 Münzen, okay. Nice! Oh! Sieh, jetzt kannst du 3 auf einmal verwenden. Was aber noch viel besser ist, wenn du alle 3 Stickerrad übereinstimmen, erhältst du einen Bonus. Diesmal zum Beispiel hättest du 3 Münzen. Hast du 3 Münzen, also hättest du einen Münzbonus. Fantastisch, oder? Und das nächste Mal versuchst du das selbst, ob du die richtigen Bilder triffst. Ja, es geht aber auch ganz schön schnell. Es ist auch nur wieder so eine Glücksspielsache.
Wow. Also da geht's halt aber ganz schön, wenn man da vorbeikommt. Also ich brauche hier einen Hammer, um diese ganzen Sparken hier zu erledigen. Oder, ja, Hammer. Erstmal ist der Hammer. Dann nutzen wir noch einen Sprung. Und, ja, oder noch einen Sprung. Die Hüpfstupfen, die können nur einen einzigen Gamba angreifen. Ja, und noch einen Sprung. Okay, bereit? Auf jeden Fall. Und, bam. Das gibt massig Sprung. Bam, 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 bam. Und jetzt noch einmal. Bam, 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 bam. Nice. So. Und nochmal blocken und noch einmal. Bam, so. Aber jetzt kann ich nur noch zwei verwenden, okay. Dann benutze ich mal... jetzt habe ich kaum noch... Alter, wie viel wenig Sieger ich noch habe. Ach, wir können nochmal drehen, aber für 3 Münzen. Okay, das machen wir mal. Pilz? Pilz? Noch ein Pilz? Nein! Schade, schade, Schokolade. Aber ich meine, hey, wir können eh schon sowieso 2 verwenden. Wir bekommen nur 1 Münze zurück. Okay, dann war das jetzt gerade das Ganze umsonst. Na nö, na schön, nehmen wir noch ein Hüpfpushen und ein Auerhammer. Ja, nochmal Hüpfpushen. Aber da wähle ich am besten die anderen Sparkos aus, die noch topfit sind. Nein. Na, wieso kann ich die anderen Gambas nicht auswählen? Geht das nicht? Okay, die Aufnahme geht noch. Na schön. Dann, benutze ich halt... Ich hoffe nur, die Aufnahme hat dazwischen nicht unterbrochen. Benutze ich halt Hüpfpushen für den. Und noch besser ein Auerhammer, weil der kann sowieso nur einen Gegner angreifen. Auerhammer und Hüpfpushen für den. Okay. Und... Bam! Das bringt's doch. So, und jetzt bam, 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 bam. Ja, nice. Und jetzt noch blocken for the win. Und einen letzten Angriff noch. Ich habe nur noch diese Glitzersticker hier. Am besten nutze ich noch einen letzten Hüpfpushen. So, und jetzt bam, 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 bam. Yeah, nice. Während des Kampfes ein paar Münzen und du kannst das Siegerrad drehen. Setz es möglichst klug ein. Wenn du viel zahlst, wird es übrigens leichter, den Jackpot zu erzielen. Auch das kann manchmal sinnvoll sein. Alles klar. Typisches Glücksspielautomaten. Na gut, okay. Du hast gewonnen. Keine Gamba-Rollen mehr. Keine Gamba-Rollen mehr. Ab sofort nehmen wir mehr Rücksicht im Verkehr. Ja, das hoffe ich, sonst hätte ich wirklich die Polizei auf euch. So, ein Herz. Okay. Da oben gibt es noch eine Feuer- und eine Eisblume. Ich hoffe, dass wir bald diesen Level hinter uns haben, weil, naja. Ich habe nicht mal allzu viele Sticker übrig. Nanu, gibt es da noch einen Sticker irgendwie? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Dabei war es nur ein Kantenflimmern von meinem 3DS. So. Okay. Hoffentlich gibt's bald das Ende. Weil so viele Stick habe ich ja nicht mehr am Start. Leider. Oh, oh, hey! Der stürmt aber jetzt auf mich zu. Ich wollte nur einen Sticker haben. Okay, kämpfen wir mal gegen den hier. Hä? Ach, schon wieder so ein Kegel. Na, ganz toll. Okay. Münzen wir halt einen Auerhammer. Um den zu bashen. So. Bereit? Auf jeden Fall. Und jetzt... Kabumski! So. Jetzt noch bloggen for the win. Jetzt kommt wieder mal ein Angriff. Ja. Versuchen wir mit der Feuerblume noch einmal. Bereit? Auf jeden Fall. Und. Achso! Jetzt gerade wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich habe jetzt zu spät gemacht, dass er glatt geglitzert hat. Ja. Ach, da kam noch mehr. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, weil ich brauche mehr Sticker. Augenblick. Da gibt's nix. Aber da, den hätte ich nutzen können, um da aufzukommen, oder wie? Nein. Aber da ist schon das Levelende zum Glück. Und noch ein Sticker. Am besten ignorieren wir den Gamba hier. Das sieht aus wie eine Tür hier, aber da gibt's doch nichts, oder? Ich check das nicht. Aber halt! Moment, ich weiß. Hey, lass mich in Ruhe! Ich wollte nur den Sticker haben! Du Spacko! Ist wohl. Das ist also wieder so ein Doppelter. Okay, greifen wir den mal so an, einen Sprung. Und jetzt
Bam, 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 bam. So, dass endlich mal weg ist. Perfekt. So, jetzt ziehen wir das mal ab hier. Eisblume und eine Feuerblume. Glitzerfeuerblume sogar. Schön, schön, schön. Schön wäre es, wenn man auch von den Gambas als Preis, also von den ganzen Gegnern als Preis einen Sticker bekommt. Das wäre es doch. Aber hey, okay. Wir wollen uns nicht ohne dich beschweren. So. Okay. Wollte gerade sehen. Aufnahme stimmt noch alles. So. Ziel. Damit hätten wir einen weiteren Kometen. Und wieder jede Menge Münzen zum Sammeln. Zwar schnell, möglichst schnell, bevor die Zeit abbrennt. Oh Gott, 10 Münzen verloren. Na schön, was soll's. Haben wir erstmal den Level hinter uns. Jetzt geht's da weiter. Aber im nächsten Part geht's dann hier weiter. Leg eine Pause, ja, bla bla bla. Weiter geht's in Flusshöhlenfahrt. Flusshöhlenfahrt. Also Daumen hoch, wenn auch dieser Part auch gefallen hat, und wir sehen uns dann beim nächsten. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken. Ich werde dann offscreen wieder ein paar Sticker kaufen und wir sehen uns dann wieder. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.